Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu diesem Vorstellungsvideo meiner neuen Hamsterdame Frieda. Ja, ich wollte euch mal kurz erzählen, wie ich zu Frieda gekommen bin. Und das war eine ziemlich spontane Aktion, weil nämlich meine Mutter mich fragte, ob ich noch Interesse hätte oder den Platz hätte für einen weiteren Hamster. Ihre Arbeitskollegin, deren Tochter, wollte gerne einen Hamster, ich sag mal, loswerden. Und ja, da habe ich mich natürlich bereit erklärt, die kleine Frieda noch bei mir aufzunehmen. Und ja, Frieda lebt jetzt seit 4 Wochen hier. Und ich muss sagen, dass sie sehr scheu und ängstlich ist. Und ja, ich sehe sie sehr, sehr selten. Also ich bekomme sie sehr selten zu Gesicht. Sie ist halt noch sehr ängstlich. Und ich habe ihr jetzt erstmal die Zeit gegeben, sich hier an die neue Umgebung zu gewöhnen. Deswegen hat das jetzt auch ein wenig gedauert, bis ich sie auf meinen Kanal vorstelle. Und ja, Frieda lebt jetzt, wie ich schon sagte, ungefähr 4 Wochen bei mir. Also Mittwoch sind es 4 Wochen. Und ich habe die Frieda mit in diesen Käfig übernommen. Und die Einrichtung, wie ihr seht, habe ich natürlich selber gebastelt. Und genau, das andere habe ich alles ein bisschen ausgetauscht, weil zum Beispiel auch ihr Laufrad viel zu klein war mit 12 cm. Ja, sie hat jetzt erstmal das alte von Mr. Dixon, wie ihr sehen könnt, aber sie bekommt noch ein anderes. Und ja, mal sehen, ob sie auch die andere Einrichtung bekommt, passend zu dem Laufrad, das, was ich einmal für Mr. Dixon gebaut hatte, aber ich habe jetzt was anderes für ihn fertig gemacht. Und ja, ich bin ein bisschen am Umgestalten, was die Gehege betrifft, und ich habe ein bisschen was ausgetauscht. Deswegen hat sie jetzt auch erstmal das alte von Mr. Dixon. Das Gehege soweit. Ich werde das noch ein bisschen abändern, aber so als erstes zur Eingewöhnung habe ich das jetzt erstmal so eingerichtet. Mal sehen, ob mir noch irgendwie was einfällt, wie ich das noch ein bisschen umändere. Und ja, soweit erstmal zu der kleinen Frieda. Ja, Frieda ist eine Goldhamsterdame und ist jetzt 3 Monate alt und hat auch eine dekorative Weihnachtskette mit Stern. Sieht man besser. Ich habe jetzt meine Softbox an. Vielleicht sieht man das so ein bisschen besser, genau. Weihnachtshamster futtert alles auf, woran du in diesem Jahr zu knabbern hattest, damit du entspannt das neue Jahr beginnen kannst. Die ist so süß. Die habe ich bei Nanunana gefunden und die dachte ich, nehme ich mit. Und die kommt an Friedas Gehege ran. Ja, ich wollte euch das Gehege gerne nochmal von drinnen zeigen. Bis jetzt ist es noch ein wenig kahl. Ich möchte das noch ein bisschen abändern. Mal gucken, wie ich das mache. Außerdem möchte ich gerne noch so ein paar mehr Sträucher hier überall reinsetzen. Ja, das ist ihr Häuschen, was wir selber gebaut haben. Das hat 2 Kammern und oben halt drauf die Etage mit ihrem Wassernapf. Und hier drauf ist Maisgranulat. Da hat sie ihr Bonbonglas mit dem Chinchillasand. Und hier den Wohnfels von Rudi Pet. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Eimer mit Sand drinne. Und eine Korkröhre. Und dann ist hier auch schon ihre Etage. Natürlich mit ihrem Namen drauf, Frieda, den ich ihr gegeben habe. Also sie hatte noch keinen Namen. Und ja, spontan fiel mir dann Frieda ein. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu ihr. Ja, hier ist dann das Laufrad. Wie gesagt, das ist das alte von Mr. Dixon. Natürlich ist es gereinigt. Ja, aber sie bekommt noch ein anderes. Oder ich nehme das passend zu der Etage, die ich dazu gebaut habe mit der Burg. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aber wie gesagt, Mr. Dixon kriegt eine andere Einrichtung, weil ich finde, irgendwie passt das Rötliche mit den Eulen nicht zu Mr. Dixon. Er kriegt jetzt was in Blau, aber das bekommt ihr noch zu sehen. Ja, die kleine Maus schläft dann auch immer in dem Haus drin und buddelt sich hier den Eingang zu. Und eigentlich gehört zu dem Gehege hier noch, waren da 2 Etagen bei, aber die habe ich jetzt rausgenommen. Also, weil sie hat auch immer an dem Holz genagt, wie ihr das vielleicht hier sehen könnt. Und ja, das wollte ich halt nicht und ich wollte halt selber lieber eine Etage bauen. Soweit erstmal zu Frieda. Ja, ich hoffe, dass die kleine Maus noch etwas zutraulicher wird. Ich werde natürlich nicht die Hoffnung aufgeben und geduldig bleiben. Und
denke schon, dass sie irgendwann ja zutraulicher sein wird. Das ist alles ja eine Geduldsfrage und das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn ihr immer gerne aktuelle Updates haben wollt, was meine Fellnasen betrifft, dann folgt mir bei Instagram. Da poste ich eigentlich immer alles Aktuelles, so ja, wie es um meine Fellnasen steht, was alles so passiert bei mir und. Folgt mir, ich packe euch mal den Link unten in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und bis dahin. Tschüss.